Ja, hallo Freunde, ich begrüße euch zu einer neuen Runde Let's Play auf dem Commodore Amiga. Und heute habe ich mir ein Spiel rausgesucht. Wir haben ja schon Operation Thunderbolt gespielt und ich möchte heute mal praktisch dem Vorgänger spielen und das wäre Operation Wolf oder Wolf. Ein Spiel, das für den Amiga 1988 erschienen ist, 1987 erschien es für Spieleautomaten. Da hat man es gespielt mit so einer, ja, da war dazu so eine kleine Maschinenpistole, ich glaube eine Uzi, und mit der hat man dann gezielt da geschossen. Auf dem ja, Commodore Amiga oder auch auf dem C64 oder der Atari ST oder unter MS-DOS hat man es natürlich mit der Maus gesteuert, auf dem C64 mit dem Joystick. Aber wie ich finde, ein doch sehr schönes Spiel ist natürlich ein Operation Wolf. Jawohl, mit Sprachausgabe ist natürlich ein Shooter. Und es geht im Prinzip darum, wir haben, glaube ich, 6 Missionen und wir müssen einfach alles, was da ja, so rumfährt und rumrennt, ja, vernichten, sage ich mal. Na? Und ja, ich spiele das Spiel, bevor sich wieder irgendjemand in Fragen stellt oder ja, ich spiele es mit Trainer, weil ich die Mission das ja schön finde. Es gibt immer schöne Dazwischenbilder zwischen den Missionen und die würde ich euch gerne zeigen. Und das, ja, das schaffe ich, weiß Gott, nur mit Trainer. Also wir spielen es heute mit Trainer. Das heißt, wir ja, haben unendlich Energie und Munition und Leben. Aber ich will euch hier ein bisschen was zeigen vom Spiel und deswegen habe ich mich für die Variante entschieden. Ich hoffe, es ist jetzt für euch nicht so schlimm. Es geht ja im Prinzip darum, das Spiel zu sehen und ja, nicht wie weit jetzt ich da nun komme. Also ohne wahrscheinlich gar nicht so weit. Also erstmal Diskettenwechsel. Das machen wir mal schnell. F12 und Disk 1 raus, Disk 2 rein und den Mausbutton. Ja, wie gesagt, kann man schon oft fragen. Ja, ich spiele mit einem Emulator. Ich könnte es jetzt auf meinem originalen Amiga spielen, wo ich auch ab und zu noch drauf spiele, aber ja, zum Aufnehmen ist es halt, ist das günstiger. Und wie gesagt, ich benutze auch einen CRT-Filter, um sagen wir, das Gefühl von früher auf einem echten Röhrenmonitor so ein bisschen nachzuemulieren. Das denke ich mal, funktioniert eigentlich ganz gut. So, und jetzt geht's los. Ja, beginnen. Schauen wir mal. Ja, hier wird halt. Das ist natürlich die reinste Ballerei, aber wie gesagt, ich finde es recht gut gemacht. Und ich denke mal, wer auf Shooter steht, dem wird das Spiel bestimmt zusagen. Den Kleinen sollte man nicht abschießen. Aber manchmal gibt es halt auch Friendly Fire, falschen Jäger. Habe ich mal nicht. Ja. Und da finde ich sogar noch ein bisschen da besser wie Operation Thunderbolt. Und da haben wir das erste Level eigentlich schon gepackt. Ja, gepackt ist jetzt vielleicht übertrieben. You succeeded in demolishing the communication setup, cutting off the enemy from rescue.
Und genau das hier meinte ich, diese schönen Dazwischenbilder, die finde ich doch, sind sehr schön gemacht. Ja, schreibt ruhig mal in die Warning, Kommentare, the enemy has located you. was ihr mit diesem Spiel so für Erfahrung habt oder für Erlebnisse gehabt habt. Was ist das denn? Ah, eine Bonusszene. Okay. Ja, habe ich nicht so im Kopf mehr gehabt, weil ich glaube, bis dahin bin ich ja ohne nie gekommen. Aber egal. Auch die Musik ist, finde ich, nicht schlecht, finde ich gut. Und ich hatte recht, es sind sechs Level. Ja, ich muss sagen, das Spiel gab es übrigens auch für den C64, ja, und natürlich die Version auf dem Amiga oder auch auf dem Atari ST ist natürlich grafisch schon um einiges besser. Aber auch die C64-Version macht Spaß. Die Steuerung ist jetzt meiner Meinung nach mit dem Joystick, naja, das ist mit Maus schon besser. War ein Schwein. Das hat nochmal Schwein gehabt. Also ich finde es wirklich. Ja, macht schon Spaß, muss ich ehrlich sagen. Sind wir hier, free, natürlich. Brauchen die muss man nicht, aber ist egal. Ein Huhn. Und das gackert dann, wenn wir drauf schießen, das ist ja interessant. Sehr lustig. Ja, es ist hier eine wilde Ballerei. Schwein fliegt auch. Und jetzt kommt der Boss und jetzt müssen wir eine Geisel befreien. Wir dürfen allerdings diese gute Dame nicht treffen. Jetzt wird's. Ah. Ah. Mensch! Das war nicht sehr erfolgreich. Wir haben die Geißel, ja leider. Naja, gut. Es kann halt nicht immer Sonntag sein, obwohl heute Sonntag ist. Aber ist ja egal. Jawohl, der schwingt die weiße Fahne. Das war ja auch keine Absicht. Ich verfolge es ja nicht, aber. The location of the concentration camp was sweated out of the enemy. Und die Sprachausgabe finde ich auch nicht schlecht. Ja. War ja damals doch schon was Besonderes. Und hier auch diese schönen, wie gesagt, die Zwischenbilder sind wirklich sehr schön. Ja. Ach so, jetzt können wir wahrscheinlich die eine Mission runter. Ach nee, war ein Dschungel. Jetzt geht's zum Power Magazin oder was das auch immer sein mag. Okay. Nee, jetzt geht's hier, ich sehe es jetzt, es geht zum Dorf, Village. Und dann geht's zum Power Magazin, dann zum Jawohl, und zum Schluss zum Airport. Okay. Und ja, könnt das Spiel, sage ich mal, ruhig mal wieder raus und mal spielen. Also es ist du müsst ja keinen Trainer nehmen wie ich. Wie gesagt, ich habe es gestern mal getestet ohne Trainer. Also ich habe das erste Level nicht überstanden. Aber wie gesagt, man hat es ja auch lange nicht gespielt. Ich denke mal, mit ein bisschen Übung ist das schon alles machbar. Vielleicht ist der eine oder andere von euch auch ein bisschen ja, begabter darin. Oder
auch in den Reaktionen mal etwas flinker wie ich jetzt. Ihr seht schon, dass was alles auf mich zugeflogen kommt. Ja, ich natürlich. Dann, ja. Die Kleinen müssen wir jetzt mal, tun wir mal nicht. Jawohl, da kommt wieder, ich weiß jetzt gar nicht, warum da eine im Bikini rumläuft, der lebensmüde oder? Ja, ich meine jetzt nicht, dass ich was dagegen hätte, aber. The village is freed and recovered from damages. Ach, da hat es uns verbunden, das ist aber schön, haben wir es immer. Aber schön, eine Schmauchen. Das finde ich, ja. Nee, das haben sie wirklich gut gemacht, muss ich ehrlich sagen, gefällt mir. Und jetzt zum Power Magazin. Mal schauen, was uns da erwartet. Ich muss sagen, ich finde es doch schöner wie Operation Thunderbolt. Muss ich ehrlich sagen. Noch fand ich auch nicht schlecht, aber das gefällt mir doch. Etwas besser. Und ja, da laden wir jetzt die Munition, jawohl. Na, jetzt geht's los. Erstmal Rambo hier. Der blonde Rambo oder was, wer auch immer das ist, ey. Den Jungen natürlich nicht. Ja, so, ja, mit Trainer geht es natürlich schnell, aber ich, wie gesagt, ich will euch ja auch das Spiel zeigen, dass ihr seht, wie das Spiel komplett aussieht. Und dann habt ihr immer noch die Möglichkeit. The raid on the Powder Magazine was successful. You have a new supply of ammunition. Dann habt ihr immer noch die Chance, es selbst mal auszuprobieren. Ja, ich denke schon, der eine oder andere wird das Spiel von damals mal kennen. So. Jetzt kommen wir zum vorletzten Level. Ja, ich muss selber sagen, ich habe den Schluss oder das Ende auch noch nie gesehen. Deswegen ist es auf mich heute das erste Mal, wenn wir es mit Trainer durchspielen, dass wir es mal, oder dass ich zumindest mal den Schluss sehe. Und ihr natürlich auch. Falls ihr jetzt nicht abgeschaltet habt. Aber ich hoffe mal nicht. Ja. So, jetzt bin ich mal gespannt. Okay. Und ab geht er. Na? Warum das mal nicht?
Ja, mal wieder ein. Der rennt aber auch mal dazwischen rum. Jawohl. Und auch dieses Level ist geschafft. Success in freeing the hostages. Oh, das ist der, den wir hier immer hier zu, in den Himmel geschickt haben, zu den Engel. Der hat es wahrscheinlich doch überlegt. Ist ein bisschen ins Friendly Fire geraten, aber das ist nochmal so. Und jetzt geht's zum Airport. Schauen wir mal. Jawohl. Platzschuss. Und so, da wollen wir doch mal schauen, was uns hier erwartet. Aha, okay, null Magazine. Was? Jawohl. Das Flugzeug hebt ab. Es hebt ab und wo sind wir? Warning, final. Ah, jetzt kommt nochmal Helikopter. Jetzt nochmal. Jawohl. Eine Mi-24 ausgeschaltet. Oh, jetzt brauchen wir Seite 1 und wir wechseln wieder die Seite 1 und klicken die Maus und dann schauen wir doch mal, ob es vielleicht ein schönes Outro gibt. You fail in your mission. We won't ask you again. Was ist los? Wieso habe ich versagt? Oh, gut.
Uiuiui. Ja. Das war Operation Wolf von 1988. Ein, wie ich finde, kein schlechtes Spiel. Ein schöner Shooter. Kann man natürlich, wie gesagt, am besten spielt man es dann nicht mit Trainer. Wenn man natürlich, so wie ich, der euch ja das Spiel mal zeigen wollte, mal präsentieren wollte, vorstellen wollte, da war das mit Trainer schon die bessere Wahl, um euch überhaupt ein bisschen was vom Spiel zu zeigen. Und ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und vielleicht habt ihr mal wieder Lust bekommen, dieses schöne Spiel mal wieder zu spielen oder falls ihr es noch nicht gekannt habt, überhaupt mal zum ersten Mal zu spielen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen über einen Daumen nach oben oder über ein kleines Kanalabo. Und aber das Wichtigste ist, nicht vergessen, nächstes Mal wieder einschalten, wenn es wieder heißt Let's Play auf dem Commodore Amiga hier auf meinem Kanal. Freunde, macht's gut. Tschüss.